Ich erzähle dem, der das Spiel hauptsächlich programmiert, dem erzähle ich immer von der Doreco. Deswegen kennt er die auch schon und er freut sich da immer drauf, wenn die wieder ist. Ich meine, er kommt aus Argentinien. Okay. Und fragt mich danach immer, hey, Fotos und so weiter. Ja, ich bin eigentlich auch mehr so ein Kontrolleur, deswegen. Mega Drive Sammlung. Aber ich sammle mehr die japanischen Sachen. Shooter und so Kram. Ja. Eliminate Down oder sowas, das ist nicht zu toppen, finde ich. Ja. Oh, ist gut spielbar. Und ja. Bei dem nächsten Punkt, die wieder fertig ist, war ein Fehler drauf, wo er dann nichts lootet. Ich film das wie letztes Mal auch immer. Hängt ja schon gut an. Der Mann, der das Ding programmiert, den liebe ich jetzt schon. Abgrundtief. Na Gott sei Dank ist er sehr weit weg. Muss auf die Dinger drauf hüpfen. So. Er hat aber auf meinem Channel schon geschrieben: Ey, mein Spiel! Hat sie mir gesagt, wo das Video guckt? Bitte? Hat sie mir gesagt, wo das Video guckt? Von Doreco, ne? Es ist ja auf seinem Kanal. Oder war das? Ich hatte auch ein Video geguckt. Ach so, echt? Ja, das habe ich ihm auch, auch ja, gesagt. Eben, ja, da hat er auch Kommentare gegeben. Genau. My Game at. Genau. Genau, wir fangen mal simpel an. Du kannst deine Flugdauer auch steuern, das weißt du hoffentlich. Deine Flugdauer kannst du jetzt auch steuern. Schade. Die Leute hat die so als Engelchen wegspielen. Bitte was? Die Leute hat die so als Engelchen noch wegspielen. Sie disintegriert ja, sie ist ja in einer virtuellen Welt gefangen. Ja, du musst, das ist ganz schwer, du musst von ganz da oben links auf diesen Helikopter draufjumpen und dann den Schwung nutzen, um da oben hochzukommen. Vielleicht sollte ich die Maximalzahl beim Kompo-Spiel erhöhen. Es wird schon, keine Bange. Ein Leben hast du noch. Kompo kann man ja auch immer machen. Jo. Ich habe neulich die ganzen Soundtools neu geschrieben, also komplett neu. Deswegen ist in der Kompo-Version die Musik ein bisschen pfiffiger. War es aber normales Dingenskabel dabei, ne? Kompo-Side? Ja. Es sei denn, dein Ding kann auch 15 kHz ab. Ja klar kann er 15 kHz. Ich meine am VGA.
oder hat er eigentlich ja. Hat der SCART-Eingang? Nee, ich habe keinen Adapter auf SCART. Ja, ich habe nämlich nur SCART und ich habe diesen Anschluss, der an den 1084 drankommt. Habe ich auch. Ja, das ist 9 Pol, ja. Und ich habe auch noch diesen Anschluss, der an 1084S rankommt. Das ist so ein runder. So einer hier ist das. Wie bei der Floppy. Den. Nee, du musst doch schon Composite haben. Naja, Composite habe ich auch hier so dran gefriemelt. Ja. Noch ein Kabel dazwischen schwachsen für einen Beamer. Ja, habe ich in der Clubbox hier drin. Das kann man dann machen. Das Level, bei dem rot-grüne Sehschwäche ein fataler Nachteil ist. Oh, der Platz, der Kondi. Ja, genau. Du kannst auf dem Glas.